Hallo Leute, willkommen zur weiteren Folge von Honkai Star Rail. Letztes Mal wurden wir leicht überfallen von so ein paar Anti-Materien-Legionen-Typen und wurden aber von dieser werten Frau, nämlich Shibiko, gerettet, eben mit ihren mechanischen Konstruktionen, was auch immer. Und jetzt sind wir mit Asta reden und eben mehr über die Lage erfahren. Deswegen würde ich mal sagen, legen wir los. Gesundheit. Our measurements predict that the Legion is about to unleash over 10 waves of continuous attacks. Everyone, brace yourselves. Okay. Asta, we're back. Oh, I'm glad you're all back safe. Arlen just told me about the situation at the storage zone and about his injury. Thank you for all your help. Kein Problem. In times of disaster, I realize more and more that the space station's researchers are its most valuable assets. Mm-hmm. Alas, we were ill-prepared for such emergencies. We should have built up our security and combat departments. Yeah, okay, so on the other hand, the entire crew of the Astral Express seems to be extraordinarily skilled. Und haben jetzt auch jemand Neues. Situation on the space station? The situation is under control for now. The damage to our security system was minor. The intruder only managed to alter a small amount of data, so it was easy to fix. Okay, aber... The real problem lies with the researchers. They trust Madame Herta wholeheartedly and never thought that the space station would be breached by the Legion. Yeah, okay. A broken spirit is far worse than a broken body. Yeah, okay. Let's go speak with the researchers. Right now, the space station can't afford any more unexpected turns, especially from within. Have you tried contacting Herta? I sent multiple letters, all met with silence. You know her, Himiko? The space station is but a mere warehouse for followers and rare items. Okay. She didn't really care about it. I knew it. No matter. I'll also send a letter to Herta and tell her that we've brought the rare item she seeks. At least that might get her attention. I guess, ich weiß nicht. That would be of great help. Okay. Neue Funktion verfügbar. Warp, um Figuren und Lichtkegel zu erhalten. Okay. Öffne Warp. Ah, das sind die Banner. Du kannst mit Warp Figuren und Lichtkegel erhalten. Okay. Führe einmal Warp durch. Okay. Und wen bekommen wir? Okay. Und ich nehme mal... Okay, Lila. Also Foster. Asta. Okay, nice. Die Harmonie, das ist also ihr Weg. Okay. Und sonst hätten wir, glaube ich, aber nichts. Hier hätten wir Dings... eben Kafka. Dann haben wir noch den Typen. Ja, Warps haben wir gar keine. Ah, das sind die Waffen. Oder Taufe des reinen Denkens. Oder was auch immer, okay. Und hier hätten wir Kafka eben mit vier, mit drei Forstars, nicht umgedreht. Und dann noch dem Typen Dr. Wahrheit mit den gleichen Forstars. Okay, also das ist also ähnlich. So, Showbaggers? Okay, Service, Sonderpause oder Post, 7. März, empfohlen haben wir das hier, dann haben wir Gluttausch. Vertragsgeschäft, Traumfängerbeutel und Star Jade Kauf. Okay. Starbell Pass sieht mir nach Dings einem blauen Misch aus. Und das sind wahrscheinlich die besonderen Mische dann eben. Okay. Können wir noch etwas machen? Ich glaube nicht. Figurenprobe. Okay, hier könnte man die verschiedensten Charakter testen. Oh Gott. Oh Gott, hier könnte man wirklich viel machen. Okay, das mache ich glaube ich auch offscreen. Okay, es sind ganz viele Charaktere, definitiv. Okay, das Spiel ist auch eine lange Zeit schon draußen, also. Ja. So, frage, ob Arlen Hilfe braucht. Okay, da ist er. Als ob ich jetzt hier runterkomme. Doppelgänger. So. Hallo! Ja. Wie geht's dir? Oh, I'm fine. This pain is nothing, really. I'm used to it. In fact, I should be proud of it. It's a reminder of being able to protect everyone. Stimmt. But, don't tell lead researcher Asta what I just said. Okay. wie geht's der Raumstation? There were a few researchers who didn't make it. Oh. The rest are fine. Mostly minor injuries. But I'm worried about their mental states. Yeah, okay. Most of them came to the space station because they admired Madame Herta.
But now they can't reach her or even their own families. Hm. I just hope they can all survive this crisis. Hoffen wir mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das noch nicht der Höhepunkt der Krise ist. Wie ist das so? My first impression was that she was the daughter of a rich family. Owners of a big company. Okay. She was kind to me, though. When she went to the space station, I followed her. Okay. I don't know much about science, but I'm glad to be able to protect people in pursuit of their research. Okay. Okay, ich lasse dich schon ein wenig ausruhen. I hope all this chaos will end soon. Hoffen wir mal. Erhaltene Gegenstände. Oh. Zum Schließen ins Leere blicken. Okay, die Jagd wirkt zahm. Die Bewahrung und die Harmonie. Okay, das müsste, glaube ich, für jeweils einen unserer Charaktere etwas sein. Also, du hast die Bewahrung. So, Lichtkegel, ausrüsten. Nur Verfügung auf den Fall. Okay, das ist für dich. Dann haben wir noch dich. Du hast, glaube ich, die Jagd. Ist er mit der Jagd? Er hat die Jagd. Und du hast die Harmonie. Also werden wir hier noch. So. Okay. Das war eigentlich schon ein volles Team eigentlich. Erfolge, voilà, das habe ich schon fast gedacht. So, nicht Figuren. Figurenkonstellation hier. Weil du bist Stufe 8, okay. Und das ist das gleiche Event für sie. Okay, dann bleibst du noch im Team. Wenn du schon so bist. Such nach anderen Forscher, die Hilfe benötigen. Okay. Da hinten haben wir noch jemanden und da hinten. Okay. Schauen, dass wir diese Folge ein bisschen ruhiger und weniger kämpfen und mehr reden und so. Und dann würde ich mal sagen, machen wir das. Hallo? I need to leave. I need to run from this forsaken. Ja. No, it's impossible. I can run from yesterday. I can run from today, but tomorrow will always be one step ahead of me. Okay, Abraham. Look! The obstacle detection terminal has recorded 142,856 attacks. The next count will be 142,857. Okay. I know in my heart that when I see that hopelessly beautiful cyclic number, it will mean the poetic end of my life cycle. Jedes Leben geht einmal zu Ende, aber nicht heute. How insightful. Yes, of course. The closer you approach death, the more you appreciate life. Das kann gut sein. I will pull myself together. Thank you. That was kind of you. Kein Problem. Okay, einen haben wir schon geholfen. Hier hätten wir was zum Einsammeln. Spezies der Galaxie Wubabu. Okay, keiner weiß, was ein Wubabu ist. I guess, wenn wir vielleicht noch jemanden kennen, der ein Wubabu ist. Ich weiß es nicht. Schauen wir uns mal her. Ob hier vielleicht irgendwas zum Einsammeln ist. Ich glaube jetzt nicht. Und wenn, dann hätten wir eben Pech. Hier. Was ist jetzt der Forscher Teil 5? Okay. Dann. Ja. Hinkel. Where's the stick down, Alfred? Oh, sorry. Sorry, I got the wrong person. Alles gut. Lass mich dir helfen. Thanks, kid. We're doing some pre-checks for the satellite remote sensing. I'll hold down the button to monitor the signal. And you okay. Push the control stick according to my instructions. Okay. But first, let's talk about the controls. Up is the spectrometer, down is the filter, left is the reference level, and right is the attenuator. Okay. Our pre-checks have three steps: turning on the spectrometer, then the attenuator, and finally outputting the signal to the filter. Okay. It's quite a bit to remember. You got everything? Yeah, okay. Wird schon funktionieren. Three. 2, 1. Hoch, runter, nach links. Wrong order, kid. Push the control stick. Are you ready? Okay, dann. Das. Hoch, runter, nach. Wonderful, thank you. That was very helpful of you, kid. Alfred was the researcher in charge of this. He was in the storage zone earlier. He didn't make it back. Oh, well, mein Beileid. Was close to him. I don't know how to tell him about it. Deswegen ist er wahrscheinlich so angeschlagen. Priority is to preserve the space station and concentrate on the work at hand. Yep. Okay. Reiselog. Nehme an verschiedenen Aktionen teil, um die entsprechend belohnt zu halten. Okay. Öffne das Reiselog, um die aktuellen Aktionen einzusehen. Okay, erfülle die Aufgaben, Reiselog entsprechend belohnt zu halten. Verfügbar nach Abschluss der Mission Stille Galaxie.
Und du gehst jetzt in die Proben. Oh! Danke! Komisch, dass so ein paar Wishes. Ich weiß nicht, ob das jetzt, weil ich neu bin oder ob das jetzt aktuell einfach Zufall ist. Trailblazer Will. Okay, das ist also ein Ding so für das Hochstufen. Gespann des Kaisers. Scheint ein dauerhaftes Event zu sein, irgendwie. Ich weiß nicht, was das ist. Und. Tables Event. Schließe vergessene Halle Arena Stufe 3 ab, nachdem du Tables Stufe 21 erreicht hast, um die Figur King zu halten. Das klingt mir nach Abyss, also. Okay. Ne, warte. Das war das Falsche. Was ist das hier? Ach, geschenkt Odyssey. Ach, ich kann mir noch eins holen. Okay, warum muss ich jetzt zwei nehmen? Oh, egal. Ich beschwere mich nicht. Schauen wir mal, ob hier ihr Folge lasse ich, glaube ich, noch. Oh! Alles abholen. Wir haben einmal Several bekommen, die Gelehrsamkeit. Dann haben wir die Ernsthaftigkeit des Frühstücks. Dann haben wir noch Dr. Wahrheit, jemand, der gerade, glaube ich, 2 Wochen aktiv ein Five Stars, den man freischalten kann. Und das war's auch schon. Okay, danke. Das war sehr lieb. Und wir haben auch, glaube ich, genug bekommen. Ich bewähre das Rest hier voll Zeit veröffentlichen. Nein, nein, nein. Okay, das ist jetzt, glaube ich, egal. Tutorials. Okay. So, einfach hier durchgehen. Jesus, haben wir viel. Okay, haben wir alles. Figuren. Jetzt können wir jemanden nämlich hinzufügen. 2 sogar. Nice. Hat sogar, glaube ich, ein passendes Lichtkegel. Oder warte, was ist dein Dings? Du hast die Jagd. Und wir haben das hier bekommen, das ist Gelehrsamkeit. Warte, die andere neue Person hat, glaube ich, Gelehrsamkeit, oder? Ja, Gelehrsamkeit. Das heißt, wir können dir das ausrüsten. Ausrüsten. Nice. Ich glaube, Lichtkegel sind dafür die Waffen, ne, von den Charakteren. Scheint nämlich so. Spuren sind dann eben, Dings, die Talente. Und... ja. Sonst hast du halt noch Idola, was eben links die Constellations sind und eben die Daten. Okay, interessant. Und Erfolge haben wir eben hier. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hier habe ich ein paar Sachen zu machen. Okay. Das habe ich ein anderes Mal auf. Ich werde das wahrscheinlich online einbauen, wollte ich jetzt sagen. Ja. Also, können wir jetzt Wishes machen? Ja, doch schon, ne? Ich habe irgendwie Bock, das zu probieren. Ach komm, wir warten, bis wir einen Tenpool haben, dann probieren wir es. So. Jetzt mache ich dann auch das erste Mal mit euch zusammen einen Tenpool. So, Asta, wir haben ein bisschen geholfen. Take the express and leave. I'll stay. But... let's go. Ich hab's ja gesagt, das wird eskalieren. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Das war doch nicht der Höhepunkt. Okay. We lost communications. Are you thinking of going back? Well, let me remind you. That's the Doomsday Beast. Mhm. Legion's planet destroyer. Ach so, natürlich. The space station is Herta's creation. As long as the Lord Ravager doesn't intervene, there should be no problems. Okay. But we can't just run away like this, right? I guess. The Doomsday Beast can rip off the defense shield like tearing paper. And Herta's not here. The station's defenses are too weak to stand against the Antimatter Legion. Mm-hmm. Either way, the Legion has the blessing of the Aeon Nanook. They came prepared. Okay. And everyone here is not. That's why we have to leave and take her with us. Hm? She's that important? I guess. Hallo. Ich hab grad da Moment. She's the one who can help us turn the tides. Of course I may be wrong. As you say so. All right. What should we do next? This is the supply zone where the maintenance crew works. There's a path here that leads to the railway platform. Let's head over there and meet up with Welt. Welt, okay. Mr. Yang? Mr. Yang's here too? Didn't he stay on the express? Anscheinend nicht. The Astral Express tracks our coordinates in real time. And with such a huge change in the space station's movements, there's no way Mr. Yang wouldn't have noticed. Okay. Mm-hmm.
I can almost guarantee that your Mr. Yang is already on his way. Okay. Right now, we might be able to handle things if it's just the Doomsday Beast, but if the Destruction's Emanator were to appear... Dann hätten wir wahrscheinlich ein fettes Problem. Der Emanator der Zerstörung? Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Let's hurry up and get out of here. I'll explain later. Okay. Dann ebenso. Stufe 4, nice. Okay, hier können wir nichts machen. Wahrscheinlich noch keine genügende Zugangsberechtigung. Yep. Teleporter aber. Heilen wir mal alle. Ich würde sagen, wir werden kurz hier Dings... Also, du bist Level 5. Ah, nein, du hast ein anderes Element. Aber okay. Hättest du jetzt das gleiche Element für ihn wie er, dann hätte ich es jetzt gemacht. Aber okay. Ich glaube, ich lasse mal alle so. Angesichts, dass ich nicht weiß. Wiederherstellung. Okay. Was hast du für Schwächen? Okay, alles. Na dann. Zack. Können wir nämlich einen einfrieren. So. Jedes Mal, wenn er von 5 Schwäche verursacht, erhält Kimiko Aufladung. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen auf den da und zack. Das müsste es mal was für ihn gewesen sein. Zack. Oh. Okay. Einzelangriff. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Einzelangriff. Zack. Dann ist der nämlich schon weg. Du machst eine Verteidigung auf ihn. Ja, noch mal am wenigsten den von uns allen. Dann können wir noch das hier reindrücken. Zack. Wer das da? Ein bisschen Damage. Einer ist sogar eingefroren. Dann noch eine Ausdehnung. Und die werden jetzt richtig reinklacken. Okay. I guess Einzelangriff. Oh, ich wollte jetzt einen anderen attackieren. Egal. Einzelangriff, zack. Einfach ein bisschen Damage. Okay, nach ihr wäre noch unser Runde dran. Und zack, das war's. Okay. Ich muss definitiv in das Kampfsystem noch reinkommen, aber es geht. So, das können wir noch kaputt machen. Danke. Zack. Okay. Interagieren. Und zack. Danke! Okay, hier können wir nicht hin. Hier aber. Zack. Danke. Cutscene? Ah, nee. Fliegen? Nee, keine Ahnung. Und deswegen muss man jetzt stehen bleiben. Für so einen kleinen Dialog. Auch Teutige. Du bist gegen Eis. Nicht nee, stehen. Also du hast eine Schwäche. Also dann nimm mal das. Oh. Okay. Und zack, 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 zack. Verteidigung auf jemanden. Oder sollen wir es lieber belassen? Eine warte. Das ist ja eine Schwäche gegen uns. Ausdehnung, damit wir für jeden treffen, aber auch größtenteils einfach, weil wir dann Dings die weg da halben nicht alle treffen. So, aber glaube ich, da haben wir am meisten davon. Oh, nice. Okay, du bist nicht geschützt gegen sie. Also würde ich auch sagen, wir testen mal ihre Fähigkeit. Okay, nice. Er ist weg. Aui. Ich würde sagen, das reicht aus für dich. Yep. Du bekommst einfach noch so etwas drauf. Und ich glaube, die Fähigkeiten sparen wir uns für einen anderen Kampf. Weil die müssen hier normalerweise gespeichert bleiben für den nächsten Kampf. Würde ich mal annehmen. So, haben wahrscheinlich nicht, ja. Ah, keine Erlaubnis. Steuergerät, der Vater, bevor wir das machen, will ich mal erstens hier alles kaputt machen. Okay, maximale Technikpunkte erreicht. Oh, noch eine Kiste. Danke. So. Und jetzt geht's. Okay. Abschlussbrücke. Eine Abschlussbrücke kann orange oder blau sein. Mit dem Steuergerät kannst du die aktive Brücke ändern und so an ungeahnte Orte gelangen. Es kann jeweils nur in der Farbe aktiv sein. Wenn der Schalter auf dem Steuergerät aufleuchtet, erscheint die Abschlussbrücke derselben Farbe. Okay. Gut zu wissen. Das werden wir wahrscheinlich noch in der Zukunft gebrauchen für weitere Rätsel. So. Zack. Okay. Das heißt... Also, was leuchtet, ist halt das Aktive eben. So, das ist eine
Trash gegen Eis, also zack. Oh, nice. Habe ich Lust, das zu testen? Vielleicht. Sollte ich es auch machen? Wahrscheinlich nicht. Komm, wir machen mal das hier. So. Ausdehnung? So, ich glaube, das wird die drei hier wegschmeißen. Was? Hoho. Dann noch 19 Angriffe, das war's mit dir dann. Okay, nice. Das ging relativ schnell. Da gehen wir gleich hin. Ich will noch hier schauen. Das nehme ich noch eine Kiste. Also mir gefällt, wie anders es ist im Vergleich zu Genshin Impact. Also ich hatte wirklich gar keine Ahnung, was ich soll erwarten. Aber es gefällt mir. Es ist definitiv etwas anders. Es ist halt bewöhnungsbedürftig wegen dem ganzen Kampfsystem. Aber ansonsten macht es eigentlich super Spaß. Und die Zeit geht auch extrem schnell um. Jetzt. Komm, wir gehen auf den drauf. Was kann schon schief gehen? Wahrscheinlich alles, aber das ist eine andere Sache. Ich würde mal sagen, wir machen mal die Ulti direkt auf ihn. Zack. Okay. Jetzt nicht so viel Damage, wie ich mir erhofft habe. Gegen Feuer hat hier keinen. Keiner eine Schwäche. Boah, zack. Komm, wir machen mal einfach mal das. Flächenangriff, okay. Oh! Okay. Was auch immer das jetzt war. Ich würde sagen, wir gehen auf ein bisschen auf Verteidigung, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass wir doch ein bisschen aufs Maul bekommen. Weil die sind doch ein bisschen über unserer Stufe, wie wir gemerkt haben. Ich würde aber sagen, wir machen mal so, weil dann kommt der in der Mitte gut aufs Maul und die anderen beiden auch noch dazu. Okay. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Okay, jetzt kommen da bei uns. Okay, wir haben nicht etwas anderes. So, machen wir das hier. Okay. Ach, scheiße, jetzt habe ich nicht weit gedacht. Oh, oh, das könnte ein Problem werden. Zack. Es geht jetzt ein Problem werden. Ich glaube, wir haben uns doch vielleicht Gegner ausgewählt, mit denen wir uns noch nicht anlegen sollten. Egal. Was geht denn da schon schief? Okay. Zack. Und ich glaube, die anderen beiden sind weg. Nice. Okay. Du hast auch Dings. Oh, verdammt. Okay, ja, aber das Schutzschild. Bitte nicht. Warte. Das ist eine Schwäche gegen uns. Also würde ich mal sagen, Ausdehnung macht, glaube ich, wenig Sinn, ja. So. Hallo, E-Beam. Warte, wo ist mein Maus, Alter? Was? Okay, der hat gesessen. Du bekommst auch noch einen gezielten Schuss. Obwohl, nee, warte. Weil als nächstes, ja, als nächstes ist März dran. Das heißt, wir gehen jetzt mit den Schächern rein. Haben noch einerseits die Fähigkeit von ihm. Nice. Zack. Bis mal. Nutzen dann ihre Verteidigung auf sie, weil sie hat wirklich schön kassiert. Und dann machen wir einen normalen Angriff. Was? Okay. Ich würde sagen, auf eine normale Attacke, oder? Ja, okay, wir haben nicht so viel Damage gemacht. Hui! Okay, ein bisschen Damage kassiert, aber alles gut noch. Sollten mir jemand... Oh, warte. Wie ging es noch einmal für... zu checken mit den... Ah, hier. Kurz schauen, was ist los. Überlegene Reichweite. Der Effekt des Talents überlegene Reichweite kann nicht ausgelöst werden. Okay. Das ist das Talent. Ist dann eine Fähigkeit eines verbunden, so steigt die Findresistenz des nächsten Mal 80%. Okay, 10 Runden. Okay. Ich würde. Ja, du brauchst dann wieder ein Schutzschild. Machen wir dann. Du machst deine Ulti wieder. Zack. Das müsste nämlich wieder ganz gut Damage machen. Ja, sogar ein Crit, nice. Und dann hauen wir mal rein. Okay, ein bisschen Damage. Aber hat sich erholt. So, jetzt ballern wir mal rein. Zack, zack, zack. Und ein bisschen Damage da wieder. Okay. Ein bisschen da Damage. Ah, jetzt ist wieder so ein Schutzschild. Oh, oh. Okay. Ich würde mal sagen, verteidige ich mal selbst. Weil Hiniko hat noch weitaus mehr Leben als du. Haben wir noch mal eine Ulti. Perfekt. Hoffen einfach darauf, dass es mal hineinfriert. Ich bezweifle es aber ganz stark.
Okay, Flächenangriff, lieber nicht. Du aber definitiv deinen Halsangriff. Zack, 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 zack. Time for an und let's go. Bam, 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 bam. Okay, jetzt nicht mehr lang und dann haben wir es gleich. Oh, okay, alles gut. Und er ist weg. Nice, danke, Merz. Okay, wir haben es geschafft. Mosaikbohrer, mächtiger Gegnermusik, Schatz freigeschaltet. Nice. Okay, das heißt, die Kiste kann nur freigeschaltet werden, wenn man ihn noch umbringt, okay? Kurzbare Kiste mit etwas für die Nichtigkeit. Okay, niemanden, den wir noch nicht haben. J30, okay. Das ist nicht gerade wenig. So, bitte heilen, danke. Ich frage mich Sternenmarker. Vollständig wieder erstellen. Heilungseffekt. Ah, okay. Voll aufgeladen in 9 Minuten. Okay, das geht aber schnell. So, haben wir hier irgendwas? Yep, eine Kiste. Okay. Da ist noch jemand weiteres. Müsste aber kein Problem sein. Wir merken aber, dass es geht. So, ich würde mal sagen, zack. Hoffen einfach mal wieder ein einzufrieren. Okay, das sind nicht gerade weniger. Okay, wir haben Dichter, wo kleine Schwäche gegen Donhan hat. So, zack, weg damit. Du hast eine Schwäche gegen Eis, also würde ich auch sagen, wir profitieren davon. Du machst auf eine fette Ausdehnung, dann. Warte, ich würde sagen, wir machen aber so. Weil da sind die zwei da direkt weg. Ja, jetzt sind sie definitiv weg. Okay. Damit sind nur noch drei übrig. Und die sind jetzt schon größtenteils angeschlagen. Ausdehnung dann da auf die Mitte. Dann kassiert nämlich jeder von denen ein bisschen. Also kassiert jeder von denen ein bisschen Damage. Und andererseits ist der rechts wirklich sehr gearscht. Ich würde sagen. Was? Weg mit dem? Komm, wir verteidige ich mal selbst lieber. Wenn ich, dass du drauf gehst. Ausdehnung, aber dann so, damit er am meisten Damage kassiert. Zack! Und dann ist weg. Dann noch ein Angriff. Zut, zut, zut. Und weg ist er. Nice. Okay, geschafft. Okay. Und ein Level-Up. Ich würde noch sagen, kurz profitieren vom Teleporter. Oder eben, wie war es? Sternenanker, ne? Ja, Sternenanker, so hieß er. Okay. Erreiche so schnell wie möglich den Bahnsteig. Machen wir. Jetzt können wir anschießen. Nice. Danke. So. Ich würde sagen, hier machen wir dann nächstes Mal weiter. Es war eine sehr schöne Folge. Wir haben mehr mit Interagieren. Oh, warte. Habe ich gerade richtig gesehen? Ja, hier sind noch Gegner. Okay, dann. Nevermind. Dann machen wir noch etwas länger. Dann klären wir alles und nächstes Mal geht's dann weiter. Nice, danke. Ich glaube, das hier dient zum Reinkommen in die Steuerung oder alles so. Okay, also. Und wir gehen direkt hier drauf. Dann ist dein ganzer Schutz da weg. Komm, wir machen das hier. Fokussieren dann den da. Und machen die Ausdehnung dann. Und das müsste jetzt richtig rein da dollern. Hat's auch. Das müsste normalerweise durch den Effekt weggehen. Und du brauchst auch ein bisschen Damage so. Und dann einmal in die Mitte. Und ich glaube, das war's mit allen. Yep, geschafft. Nice. Okay, das ging relativ schnell. Okay, da ist noch ein weiterer Gegner mit einer Schwäche gegen Eis, oder? Zack. Das ist, glaube ich, niemand Neues, oder? Also sieht ein bisschen neu aus. Ah, nein, doch, die kennen wir. Okay. Okay, zwei sind gegen Feuer nicht immun. Oder dann würde ich mal sagen, lass mir das mal reinballern. Oh, Jesus. Und noch einmal das dazu. Und damit sind die zwei da schon richtig am Arsch. Okay. Okay, dann machen wir was? Das da? Dann das da. Okay, Crit. Und dann eine Ausdehnung. Die müsst ihr jetzt richtig reinballern. Was? Okay, zwei weg. Ah, ne. Nur noch einer. Und das war's. Nice. Das ging richtig flott. So. Gewöhnlicher Schatz. Danke. Damit wir interagieren, ich will mich auch noch umschauen. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Sieht aber nicht so aus. Einsammeln. Oh. Chatverlauf zwischen Forschern. Okay, Kurzversion. Hier hätten wir auch noch etwas. Angriffsaufzeichnung der, keine Ahnung, Legion, I guess. So. Aufmachen. Okay, da ist der Bahnsteiger, I guess. Also, gestern machen wir von nächstes Mal dann hier weiter.
Ich werde, glaube ich, sogar direkt eine Folge drauf noch aufnehmen, weil es macht so Spaß gerade. Ist noch eine Kiste. Das ging. Mhm. Machen wir dann nächstes Mal. Aber ja, das Spiel macht definitiv Spaß. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist mein aktuell, wo ich es aufnehme, ist bei 1.6. Also es kommt auch definitiv viel auf das Spiel zu. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Also auf jeden Fall dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns dann wahrscheinlich diesem Riesending darstellen. Das kann nur schief ausgehen. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann beim nächsten Mal. Tschüss.